Hallo, guten Tag. Das ist das neue Video. Ich zeige jetzt mal ein paar Tricks und Sachen, die mehr für Anfänger da sind. Das ist jetzt eine Standard No-Name Airbrush-Pistole, 03er Düse. Als erstes wechsle ich den Luftadapter. Das ist eine Schnellkupplungsverbindung, sodass man mit einem Schlauch mehrere Pistolen betreiben kann. 03er Double Action ist No-Name Iwata HPC-Nachbau. Ist eigentlich ganz gut, wenn die Farben stimmen. Ich nehme mir jetzt eine transparente Farbe. Und das Beispiel jetzt schon damals, die alten Höhlenmänner haben halt die Holzkohle zerkaut und über ihre Hand gesprüht. Und so waren schon die ersten Airbrushes. So, und die Farbe, die ich nutze, ist von einem Tintenstrahldrucker Nachfüllset. Die gibt es bei Amazon oder bei Conrad zwischen 6 und 10 Euro. Alle drei Farben, das heißt Cyan, Magenta und Gelb, plus ein Schwarz, alles transparent. Das ist quasi ein eingefärbtes Wasser. Und was wir jetzt machen, ich nutze jetzt halt nur eine Farbe. In dem Fall nehme ich das hellblau Cyan. Und das sind jetzt ganz einfache Arbeitsschritte, mit denen man ganz schön sich mit seiner Airbrush vertraut machen kann. Im Endeffekt ist es einfach nur das Aufsprühen der ersten Schablone, ein bisschen dunkler, und dann wird sie um die eigene Achse gedreht. Das heißt also, dass man mit derselben Schablone den Schatten macht. Das ist jetzt ein ganz normales Stück Papier, was ich in der Mitte durchgerissen habe. Damit ist jetzt der Boden. Man kann diese Farbe, die transparent ist, hat verschiedene Wirkungsstufen von 0 bis 100%. Das heißt, je öfter ich es über eine Stelle rübergehe, desto dunkler wird die Sache. Darum ist es eigentlich besser, immer für den Hintergrund ein bisschen heller zu sein als das Hauptmotiv, in dem Fall die beiden Rehe. So, für den Mond habe ich jetzt gerade genommen eine Spraydüse von einer ganz normalen Klarlackdose. Irgendwas Rundes, man kann auch ein Euro-Stück nehmen. So, im Endeffekt ist es halt immer für den Anfang das Gleiche. Und gerade am Anfang beim Airbrushen ist halt, je öfter man Sachen übt, desto eher bekommt man halt eine gewisse Routine im Sprühen. In dem Fall einfach nur Hauptmotiv dunkel, umdrehen, ein bisschen heller den Schatten. Aufpassen, dass man die Beine an den Beinen dran hat, nicht dass sie halt versetzt sind. Das fällt dann sofort auf. So, auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, ist das gleiche. Nur nutze ich da jetzt alle Farben. Das heißt, ich nutze das transparente Schwarz und die drei Grundfarben, Cyan, Magenta und Gelb. So, und das Schöne bei transparenten Farben, ich kann jetzt über alles rübergehen, ich muss auf nichts aufpassen. Alles, was weiß ist, nimmt die Farbe an, alles, was schwarz ist, da passiert halt nichts. Und man kann halt direkt auf dem Untergrund kann man Farben mischen. In dem Fall gehe ich hier oben mit Magenta rüber und erhalte ein dunkleres Blau. Wenn man es noch dunkler haben will, kann man dann mit dem transparenten Schwarz wieder reingehen. Das Einzige, was jetzt halt nicht aus diesem Tintenstrahl-Nachfüll-Set ist, ist jetzt halt das opake Weiß. Opak bedeutet, dass es eine Deckfarbe ist. In dem Fall für alle weißen Sachen, wie jetzt diese Sprenkel oder die Sternchen, nimmt man halt das opake Weiß. Die Pistole ist jetzt so eine, die um die 30 Euro kostet. Und ich empfehle halt, wenn man Spaß am Airwaschen hat, sich lieber 5 günstige Pistolen zu holen als eine teure. Weil mit den günstigen Pistolen hat man halt diese Möglichkeit, mit den 5 Farben zu arbeiten. Also eben dieses Schwarz-Weiß und die 3 Grundfarben. Und kann halt schnell, ohne großartig sauber machen, Bilder erzeugen. In meinem privaten Setup habe ich 13 Pistolen, die nebeneinander sind. Da sind dann halt auch noch Zwischentöne wie hellblau und dunkelblau oder
Magenta und Violett dabei, um einfach schneller zu arbeiten. Denn im Endeffekt, keiner macht das Airbrushen, weil er Spaß am Saubermachen hat. So, das ist jetzt das erste Video, was ich jetzt zeige auf dieser Art. Ich versuche morgen oder die Tage ein zweites zu machen mit derselben Art der Schablonengestaltung, nur halt auf dunklem Untergrund. Das heißt, dann lasst euch überraschen. So, der Vorteil bei einer teuren Pistole ist natürlich, wenn man die tausendmal auseinandergeschraubt hat, ist meistens die Qualität noch gegeben, während es bei den günstigen nicht so ist. Aber dadurch, dass man halt nicht so oft die Farben wechseln muss, beziehungsweise gar nicht die Farben wechseln muss, denn wo weiß drin ist, kommt auch wieder weiß rein, muss man eigentlich nur auseinanderschrauben, wenn man so eine längere Zeit irgendwie in die Ecke packt. Und da kann man es ganz schön sehen. Ich habe jetzt also Magenta aufgetragen, jetzt kommt Gelb drüber und es entstehen halt Rot- und Orangetöne. Das ist halt eine ganz schöne Sache, dass man direkt auf dem Untergrund halt seine Farben mischen kann. Und theoretisch ist es eigentlich auch nicht nötig, dass man halt 10 verschiedene Blau- oder Rottöne hat, weil man eigentlich alles mit den Grundfarben, ähnlich wie der Computer, zusammenmischen kann. Und da man das halt direkt auf dem Maluntergrund macht, hat man natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit, auch noch alle anderen Farbnuancen auch noch einzufangen. So, im Endeffekt wirklich immer das Gleiche. Das heißt, das Hauptmotiv dunkel, danach umdrehen, leicht den Schatten machen. Und das kann man einfach üben. Wenn man das 200, 300, 500 Mal gemacht hat, dann kennt man danach seine Airbrush-Pistole, wann, wo die Farbe kommt. Vor allem, wenn man halt mehrere Pistolen hat, dann weiß man nachher, wie sich seine Weiß- oder Rotpistole verhält. So, auch als Anfänger, also ich werde nachher jetzt diesen Schablonensatz mit den verschiedenen Tieren und Silhouettensachen bei mir im Shop anbieten. Man kann natürlich aber auch mit dem Stencil Burner oder mit dem Skalpell versuchen, die Sachen selbst zu schneiden. Finden kann man das natürlich dann bei Google Bilder oder so, einfach mal eine Silhouette eintippen. Da gibt es halt tausende Sachen. Gerade als Anfänger ist es halt schön, dass man halt, man sieht jetzt halt, das Video ist glaube ich 8 Minuten, dass man in der kurzen Zeit viele Bilder hinbekommen kann und man hat sofort eine Resonanz oder ein Feedback. Wenn man Fehler macht, sieht man es. Man kann es einfach versuchen, nächstes Mal besser zu machen. Und da ist es wirklich so, je öfter man das macht, desto leichter fällt es einem nachher. Auch mit der Gestaltung der Farben. Also wenn man nur auf der linken Seite guckt, ist es ja nur eine Farbe verwendet. Dass man auch mit der einen Farbe nur arbeiten kann und schöne Bilder machen kann. Gut. Tschüss dann und achtet auf den zweiten Teil, der demnächst kommt. Tschö.